Nach dem Derby in der türkischen Süper-Lig zwischen Galatasaray und Fenerbahçe, 2:2, lieferten sich die Spieler auf dem Platz eine wilde Prügelei. Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt gratis Monat sichern. Alles begann damit, dass sich Younes Beyhanda, Galatasaray und Roberto Soldado, Fenerbahçe, in den letzten 30 Sekunden der Partie bereits körperlich angingen. Nach dem Schlusspfiff eskalierte die Situation dann, als Wiener Mittelfeldmann Jelson in die Schubserei eingriff und Beyhanda offenbar einen Schlag verpasste, was wiederum die Ersatzbank von Gala in Aufruhr brachte. Im Nachhinein wurden Jelson und Soldado vom Schiedsrichter mit einer roten Karte belegt. Bei Gala sah Badune die Ei nachträglich den roten Karton, Beyhanda bekam die gelbe Karte. Das geht aus dem Schiedsrichterreport der Partie hervor. Galatasaray verpasst Sprung an die Tabellenspitze, Fenerbahçe stagniert durch das Unentschieden. Verpasste Galatasaray vier Tage vor dem Rückspiel in der Champions League gegen Schalke 04, bei 21.00 Uhr im Live-Ticker an die Tabellenspitze der türkischen Belletage. Fenerbahçe bleibt trotz des Punktgewinns in akuter Abstiegsgefahr. Nach 11 Spielen stehen lediglich 10 Punkte und Platz 15 zu Buche, mehr zu Galatasaray und Fenerbahçe.